Heute zeige ich dir den perfekten Winterlook 2015 und wie ich den an Ivona geschminkt habe, das zeige ich dir jetzt. Und wir starten direkt mal mit der Grundierung. Wichtig bei diesem Look ist eine makellose Haut. Da Ivona aber eine sehr gute Haut hat, nehme ich jetzt eine ganz leichte Grundierung, die kaum deckt und dafür aber viel Feuchtigkeit spendet. Als nächstes sind schon die Augen an der Reihe. Ich nehme dafür einen nudefarbenen Lidschatten, der auch matt ist, nicht glitzert oder sowas, und gebe den aufs ganze bewegliche Lid. Nun nehme ich einen hautfarbenen Kajal und ziehe ihn am oberen Wimpernrand entlang. Als Mascara habe ich jetzt keine klassische Mascara, sondern ein durchsichtiges Wimpern- und Augenbrauengel. Schließ mal, genau, perfekt. Das trage ich auf. Das sorgt dafür, dass die Wimpern eine schöne Form bekommen, aber nicht getuscht aussehen. Nun sind die Augenbrauen an der Reihe. Die betone ich relativ kräftig. Ivona hat sowieso eine ganz tolle Form. Diese Form betone ich nochmal, weil die Augen ja sehr dezent geschminkt sind und die Augenbrauen geben dem Gesicht dann einen schönen Rahmen. So, fast zum Schluss kommen jetzt die Lippen an die Reihe. Diese werden matt und dunkelrot und damit die Farbe sehr, sehr gut zum Vorschein kommt und auch sehr gut haftet, habe ich noch einen kleinen Trick. Und zwar, wenn ihr noch Foundation in diesem Schwamm habt, tupft ihr damit komplett über die Lippen. Das gleicht erstens die natürliche Lippenfarbe aus und Konturenstift und Lippenstift haften dann besser. So, jetzt umrande ich die Lippen mit einem dunkelroten Konturenstift. Der darf gerne auch einen Ton dunkler als der Lippenstift sein. Der letzte Schritt ist nun der Lippenstift. Ich habe hier einen ganz, ganz dunkel violett-roten Ton und dieser soll am Ende matt werden. Nimm einfach ein bisschen von deinem transparenten Puder, gib es auf einen großen Pinsel und tupfe das Ganze dann ganz sanft über den Lippenstift. Das nimmt den Glanz und fixiert gleichzeitig nochmal. Mit den Haaren machen wir im Prinzip jetzt nicht mehr viel, weil Ivona hat einen tollen Schnitt, der auch sehr gut fällt. Und als kleinen Trick kann ich dir noch mitgeben, ein Volumenpuder in den Ansatz zu geben, weil der macht das Haar schön griffig und strukturiert, so dass diese kleinen Haare, die ja im Winter oft abstehen oder rumfliegen, das einfach nicht mehr tun und das Haar schön griffig und etwas fester wird. Betonte Augenbrauen, betonte Lippen und Nude-Augen. Das ist mein Winterlook 2015. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Nachmachen.